Wir begrüßen Sie zu dieser Partie, liebe Zuschauer. Spitzenfußball steht auf dem Programm. Der Kollege Wolf Fuß und ich, Frank Buschmann, werden das alles für Sie kommentieren. Buschi, was erwartest du von der heutigen Gastmannschaft? Sie führen die Tabelle in dieser noch jungen Saison an. Daher kann es heute nur ein Ziel geben, Vollgas und drei weitere Punkte. Sie müssen es jetzt nutzen, dass Sie so früh so gut in Form sind. Anpfiff und los geht's. Gio. Maximilian Welzmüller. Macht er ihn. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Und Eckstoß. Sebastian Vassiliadis. Jetzt haben sie den Ball. Maximilian Welzmüller. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Den Ball fängt er, das war nicht der beste Freistoß. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Gio. Marcel Bär. Souverän, er hat den Ball. Pass auf die Außenbahn. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Marcel Bär. Gerrit Wegkamp. Und den spielt er gleich wieder zurück. Wird das seine Torchance? Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Er steht gut und hat den Ball. Salih Sané. Und den Ball hat er sich geholt. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Den Ball kann er abfangen. Sebastian Vassiliadis. Wird's jetzt gefährlich? Marcel Bär. Pascal Sohm. Klasse Einsatz. Faires Tackling. Das müsste es sein. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Salih Sané. Pascal Sohm. Der ist noch heiß. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Özdemir. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Jetzt könnte es gefährlich werden.
Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Aber wer die Partie hier... Jetzt rollt der Ball wieder und die Teams haben noch 45 Minuten, um uns ein bisschen besser zu unterhalten. Buschi? Ja, Steigerung, Wolf, sollte hier durchaus möglich sein. Das war nicht viel in den ersten 45 Minuten. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Da haut er mehr als ordentlich dazwischen. Klares Foul gibt Gelb. Dunkelgelb kann man sogar sagen. Andere Schiedsrichter schicken ihn vielleicht sogar runter. Jetzt sind sie am Ball. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Macht er ihn. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Oh, jetzt werden sie wechseln. Und jetzt haben sie den Ball. Marcel Bär. Maximilian Welzmüller. Macht er ihn. Ganz stark abgeblockt. Entschlossen geklärt. Sebastian Vassiliadis. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Daniel Hägele. Rodriguez. Gio. Und damit ist der Ball weg. Sebastian Vassiliadis. Gerrit Wegkamp. Sie bieten sich an. Und er bringt den Ball rein. Die Flanke war nix. Da steht niemand. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da haben Sie gut gearbeitet. Ball ist draußen. Das sieht man auch selten. Gleich drei Wechsel auf einmal. Pascal Sohm. Daniel Hägele. Super gelöst. Den Ball hat er. Maximilian Welzmüller. Jetzt in der Anspielstation. Jetzt schießt er. Er geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Mario Rodriguez. Das könnte schon die letzte Gelegenheit sein. Sebastian Vassiliadis. Da passt er auf und kann klären. Maximilian Welzmüller. Jetzt wird's gefährlich. Schöner Zweikampf. Mario Rodriguez. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Ah.
Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Maximilian Welzmüller. Jetzt vielleicht die Gelegenheit. Wenn er den Zweikampf gewinnt, ist das vielleicht nochmal die Möglichkeit. Und es wird Ecke geben. Er zieht ab. Druck zu groß. Er kann die Chance hier leider nicht nutzen. Und damit ist es vorbei. Sie trennen sich unentschieden. Ein Derby ohne Sieger und trotzdem, Spiel war spannend, ne? Ja, richtig eng. Es gab Momente, da jetzt...